Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf Restorge. Und ihr wolltet, dass ich mal auf Vermisst, bitte melde dich, Parodie reagiere. Und ich hoffe, du meldest dich bei mir. Ich bin der Günther, bin 51 Jahre alt und heiße Thorsten. Ne? Da draußen, wenn mich jemand vermisst, ne? Ich bin hier. Ich bin hier. Du musst dich nur anschreiben. Falls, ne? Also gerade so in der Psychiatrie, falls die so einen weiße hab dich Liebjacke gefunden haben, aber den Patientennehmer, ich bin's. Herzlich willkommen bei Julia Leischik, ich bin vermisst. Gabriele hat sich mit einer dramatischen E-Mail und vielen traurigen Smileys an mich gewandt. Sie vermisst ihren Mann Horst. Nach einem ausgiebigen Mittagessen macht sich Julia Leischik auf dem Weg zu Gabriele nach Hause. Gabriele hofft mit der Hilfe von Julia endlich ihren vermissten Mann wieder in ihre Arme schließen zu können. Gabriele, wen... Irgendwie, wenn ich mir so jetzt so reinziehe... So ländlich, eine schöne Wohngegend. Erinnert mich so ein bisschen an Amerika, deshalb komme ich gerade drauf, ne, weil ich gerade die Kriminalfälle, den Kriminalfall von Chris Watts angucke. Ich habe eher das Gefühl, dass der Mann für immer vermisst sein wird. Die hatte einfach keinen Bock mehr. Die hatten vielleicht so einen Ehestreit und ja. Habe ich eben manchmal damals so. Ne, bei Vermisst habe ich immer so manchmal gedacht, vielleicht sind die Leute, ne? Vielleicht sollte anstatt der Sender sollte vielleicht mal die Polizei suchen. Vielleicht finden die ja was, ne? Aber vielleicht vermisst die ja nur die Leiche. Kann ja sein. So, die hat den Mann vielleicht im Keller umgebracht und die Leiche haben die Katzen weggenommen, ne? Kann ja sein. Und vielleicht vermisst die ja die Leiche. Wen suchst du? Ich suche meinen Mann Horst. Wie lange vermisst du deinen Mann Horst schon? Seit morgen. 30 bis 40 Minuten ungefähr. Kannst du mir erzählen, wieso ihr euch aus den Augen verloren habt? Ja, ich weiß noch, wie er sagte noch, er will Curry. Vor allem das Geile ist, das Geile an der Sache, er meldet sich ja da an, ne? Und der Sender wird dann in der 40 Minuten dann auf einmal mit dem Team, mit dem Kamerateam und sowas bei dir sein und die nehmen wir nicht direkt auf. Ne? Die Wurst holen gehen. Und dann, ich sag noch Tschüss. Und dann, das ist auch das Letzte, was ich von ihm weiß. Wann ist dir bewusst geworden, dass du deinen Mann vielleicht nie wiedersehen wirst? So nach 10 Minuten. 10 Minuten habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Gabriele, ich werde dir versprechen, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um deinen Mann Horst zu finden. Ich werde keine Minute ruhen, bis ich ihn gefunden habe. Nach einem zweiten ausgiebigen Mittagessen begibt sich Julia langsam auf die Suche nach dem vermissten Horst. Oder der ist bei einer anderen Nachbarin und der will nicht gefunden werden und der mäht da den Rasen. Also zweideutig, eindeutig. Und ich bitte einfach, wäre ich jetzt so Horst? Würde dann so sagen, nee, ich bin der Günther. Ich nicht verstehe, tut, was, wie? Nee, ich keine Freundin hab, nee, nein, ich nicht Freundin, dat mein Hausmädchen, ich nicht, nein. Ich komme nicht Deutschland, ich komme Mars. Dazu geht sie zum 500 Meter entfernten Imbiss, an dem Horst sich eine Currywurst kaufen wollte. Das ist der Imbiss, in dem Horst seine Currywurst essen wollte. Dies ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Hallo, guten Tag. Ich hoffe, Sie... Also, natürlich jetzt, ne, bevor Sie irgendjemand falsch versteht, also die echten vermissten Fälle, finde ich schon heftig, ne? Ne, also das ist jetzt eine Parodie. Ne, das wollte ich nur mal so sagen, weil es gibt viele Leute, die verstehen, die können zwischen... Das ist mir schon öfters auch in meiner Kommentarsektion aufgefallen. Die können nie unterscheiden. So, nur weil man jetzt so über eine Parodie lacht,
denken dann viele, man lacht auch wirklich, wenn jemand vermisst ist, was totaler Schwachsinn ist. Aber das ist so ein Thema. Ja, ich will noch über ein Thema, ein Real Talk, man kommt auch noch die Tage. Sie können mir weiterhelfen. Ich bin vermisst von Julia Leischik. Der Name Horst, sagt Ihnen der irgendetwas? Horst, mit Nachnamen? Scheiße. Aus dem Team vielleicht jemand? Weiß jemand den Nachnamen von Horst? Haben wir ganz vergessen zu fragen. Wann soll er denn hier gewesen sein? Das müsste jetzt so 20 Minuten ungefähr her sein. Nee, das tut mir leid. Ich arbeite erst seit 8 Minuten hier. Das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Gut, dann danke für nichts und ich hoffe, dass Ihnen das heiße Pommesfett schön überiedelt. Horst, Mann, ja, der war hier vor 20 Minuten ungefähr. Oh mein Gott, endlich eine heiße Fettspur. Ja, wissen Sie denn, wo Horst Mann jetzt ist? Der wollte sich noch einen Döner holen gehen, irgendwo in Nordfriesland. Oh je, das ist ja furchtbar. Ja, ich weiß, ich mag auch keine Döner. Nee, ich meint wegen Nordfriesland. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Endlich hat Julia einen festen Anhaltspunkt. Sie reist ins 3 Kilometer weit entfernte Nordfriesland an der schleswig-holsteinischen Westküste. Endlich, nach 3 Minuten Autofahrt bin ich in Nordfriesland angekommen. Hier in der Gegend soll sich Horst laut Imbissverkäuferin noch einen Döner geholt haben. Oh, Scheiße. Leider ist der Internetempfang hier nicht sehr gut, weshalb ich mich zur besagten Dönerbude durchfragen muss. Entschuldigen Sie, ich suche eine Dönerbude. Können Sie mir sagen, wo ich die finde? Ich verstehe kein Wort, schnack mal platt. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Hier in der Gegend sprechen die Menschen nur Plattdeutsch. Ich sehe ein Dönerladen. Könnt ihr mir sagen, wo ich einen finde? Wir haben viele Dönerladens her. Habt ihr einen bestimmten oder was? Das ist mir egal, irgendein. Kick mal da achtern, ob der linke sieht, könnt ihr ihn wehen. Unfassbar, endlich eine richtig heiße Spur. Jetzt werde ich erstmal ein Mittagessen zu mir nehmen. Aber... Man muss eigentlich das Original gar nicht so parodieren, weil beim Originalen ist, man merkt das ja auch, dass es voll oft so aufgesetzt ist, ne? Ich hab beim Original damals auch voll oft das Gefühl gehabt, dass sie von Anfang an schon wussten, wo er ist, ne? Oder die haben von Anfang an schon gesucht, aber die haben irgendwas so, irgendwas reingeschnitten, um die Suche so spannend wie möglich zu machen, was gar nicht mit der Suche zu tun hat. Weil manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, die haben so Tipps bekommen, sind den Tipps so nachgegangen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die wussten von Anfang an, dass der Tipp keinen Sinn macht. Oder was ich auch so geil finde, das Aufgesetzte. Ne? Macht er gerade auch mega, mega gut so. Unfassbar. Wir haben eine neue Spur. Und diese Spur müssen wir verfolgen. Denn diese Spur kann uns zu Günther bringen. Nehmen und dann nach Horst suchen. Wenn ihr wollt, ich kann für euch später auch vermisste Leute Julia suchen, besucht die Gabriele nicht in Westfuren, um ihr das Ergebnis ihrer Suche mitzuteilen. Gabriele, ich habe ein Suchergebnis für dich. Ja, habe ich mir gedacht, sonst wärst du ja nicht hier, ne? Ich habe von einer Verkäuferin den Hinweis bekommen, dass dein Mann sich in Nordfriesland aufhalten soll. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ich bin dann nach Nordfriesland gefahren und habe mich mal umgehört. Und das hier ist mein Suchergebnis. Schau mal. Julia Leischik folgt dem anonymen Hinweis des Bauerns und findet den Dönerladen, in dem sich Horst einen Döner kaufen wollte. Entschuldigung, sind Sie zufällig Horst? Ja. Wirklich? Ja. Endlich, ich habe ihn gefunden, nach 20 Minuten Suche. Was ist los? Ich habe doch vor Gericht schon gesagt, dass ich das Kind nicht schlagen wollte. Das war ein Reflex. Können wir das vielleicht ganz in Ruhe besprechen? Aber mein Döner, also ich... Komm doch mal mit. Ja. Und da wird aber aggressiver. Das ist dein Ehemann, also. Gabriele. Gabriele, deinem Mann geht es gut. Obwohl er in Nordfriesland ist. Ich habe deinem Horst dann erklärt, warum ich da bin. Schau mal. Horst, ich bin hier, weil deine Frau Gabriele dich sucht. Aha. Horst, kannst du mir noch erzählen, woran du dich erinnerst? Puh, ja, das ist ja schon ein bisschen her. Ich wollte eigentlich nur kurz Currywurst holen und wollte meiner Freundin noch einen Döner holen und mitbringen, aber naja. In welchen Situationen hast du deine Frau am meisten vermisst, Horst? Ja, als ich bezahlen musste. Das macht sie ja normalerweise, ne? Das war schon nicht leicht. Horst, ich habe ein Bild mitgebracht. So sieht deine Frau heute aus. Ja, ist nicht hübscher geworden, ne?
Hat sie sich sehr verändert? Das hatte sie eben auch schon an. Pflichten. Wie fühlt sich das für dich an, Gabriele, deinem Mann nach so langer Zeit wiederzusehen? Möchtest du deinen Mann gerne wiedersehen, Gabriele? Jetzt, oder? Er wartet draußen auf dich. Oh Gott, ja. Oh, Alter, es hat sich voll so angehört wie so eine Drohung. Er wartet draußen auf dich. Vielleicht hat sie ihren Mann nur gesucht, weil sie das Geld mitgeben wollte, das er nicht bezahlen muss. Komm. Gabriele, 50 Minuten lang vermisst du jetzt schon deinen Ehemann. Das ist so bescheuert. Ich hab ihn gefunden. Da hinten steht er. Ja, geh. Ja, geh, geh. Kommt ihr nur auch noch mal, oder was? Ich kann nicht mehr, Julia! Ist viel zu weit weg! Wie lange dauert das denn noch? Weiter! Ja, weiter! Ach, schade. Auf den letzten Metern ist bei Gabriele eine Sicherung durchgebrannt. Schade. Schalten wir unbedingt... Ja, da höre ich schon den Krankenwagen für... Hier hinten ist sie! Schalten Sie unbedingt beim nächsten Mal wieder ein bei Vermisst. Hier auch die nächsten Videos, die letzten Videos von Fresh Torge angucken. Alles, alles Gute und bis bald. Tschüss, Ihre Julia Leischig. Also ich würde Fresh Torge gerne ja, zu meinem vermissten Fall rufen. Das fällt mir echt schwer jetzt gerade. Aber, nee, ist jetzt auch nicht witzig oder so. Ich suche mein Gehirn. Das Problem ist, das Gehirn fehlt mir seit 3 Jahren. Und, ja, ich war feiern. Hab mir meine letzten Gehirnzellen abgetötet. Seitdem ist es weg. Einfach weg. Einfach nicht mehr da. Aber mir fällt gerade ein, also dieser Quatsch, was ich gerade erzähle, ist, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich hatte noch nie ein Gehirn. Ja gut, schade. Wird doch kein vermissten Fall. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv da, die Akkusativ, in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.